jetzt? Hast du ihm Geld gegeben, damit er sich verpisst, ja oder nein? 3000 Euro. Felix. Das stimmt. Attraktiven Mann hast du da. Das wagst du nicht. Du kennst mich ja. Ich bin bereit, dir eine Niere zu geben. Ohne Bedingungen oder sonst welche Forderungen. Du musst es nur wollen. Ausgerechnet, du willst mir helfen. Ja. Für eine Nierentransplantation stehe ich als Spenderin zur Verfügung. Entschuldigung, aber die geläuterte Wohltäterin, die nehme ich dir nicht ab. Du hast mich schon immer gehasst. Und auf einmal? Hannah, du bist meine Schwester. Aber David und mich hast du entführen lassen. Damals hättest du sogar meinen Tod in Kauf genommen. Es ist mir ernst mit dem Angebot. Du hast noch nie etwas ohne Gegenleistung getan. Was willst du von mir? Der Anruf von Frau Kepler, das muss ein Missverständnis gewesen sein. Also wenn ich meinen Chauffeur rufen lasse, dann weiß ich beim besten Willen nicht, was daran missverständlich sein könnte. Wieso hast du mir da nichts von gesagt? Ach, ich konnte doch nicht wissen, dass es ernst gemeint ist. Also Ihren Sinn für Humor kann ich an dieser Stelle beim besten Willen nicht nachvollziehen. Graf Lahnstein, das ist jetzt alles sehr peinlich. Ich übernehme selbstverständlich die Verantwortung für den Vorfall. Herrn McNeil trifft keinerlei Schuld. Na, ich hoffe doch, er hat Ihre Erlaubnis, uns wenigstens nach dem Essen nach Hause zu fahren. Ich bitte Sie. Ich stehe Ihnen heute Abend natürlich zu Diensten, Herr Graf. Gut. Sag mal, was hast du dir dabei eigentlich gedacht? David, das ist ein dummes Missverständnis. Ich dachte, Tanja... Nein, Charlie, nicht schon wieder. Ist dir klar, dass dieser Vorfall meinen Job hätte kosten können? Vorsichtig bin ich dein Bruder. Ach nee, der hat mir auch vorhin die Tür aufgemacht. Jana. Ich pack nur schnell meine Sachen und dann bin ich auch weg. Okay. Und wenn ich noch Sachen von dir finden sollte? Gibst du sie Robin, der kann sie mir ja geben. Mach's gut. Der Typ hat dich überhaupt nicht verdient. Morgen Abend steigt im Club eine richtig geile Party. Das würde dich sicher auf andere Gedanken bringen. Kein Bock.
Ich würde mich freuen, wenn du kommst. Du bist viel zu sympathisch, um allein Frust zu schieben. Und zu hübsch. Danke. Trotzdem. Ich will deine Hilfe nicht und ich brauche sie auch nicht. Mein Gott, Hannah. Du kannst einem wirklich leid tun. Danke für dein Mitgefühl. Aber lieber ein Leben mit Dialyse als eine Niere von dir. Gut. Das habe ich jetzt verstanden. Und jetzt verschwinde endlich! Wenn dir dein Stolz wichtiger ist als dein Leben... Können Sie nicht einmal nachgeben? Reicht es nicht, dass Hannah wegen ihrer Streiterei zusammengebrochen ist? Ich glaube, da wenden Sie sich im Moment wirklich an die falsche Adresse. Ich will dich nicht zu deinem Glück zwingen, Hannah. Sag mal, habe ich das gerade richtig verstanden? Silvia hat sich dir als Spenderin angeboten? Ja. Und ich habe abgelehnt. Dann schlage ich vor, dass mein Fahrer sie gleich ins Hotel zurückbringt. Hotel Shaga, Hotel Doni Okurimas. Hi. So, wenn Sie dann jetzt Zeit für uns hätten? Selbstverständlich. Das heißt, sollte Ihre Lebenspartnerin andere Pläne mit Ihnen haben, können wir uns selbstverständlich auch ein Taxi nehmen. Ich versichere Ihnen, so ein Missverständnis wird nicht mehr vorkommen. Das hoffe ich für Sie. Es gibt auch andere Fahrer mit guten Referenzen. Oder zumindest auch solche, die sich in ihren beruflichen Angelegenheiten nicht von ihrer Lebenspartnerin bevormunden lassen. Kommst du mit nach oben? Wir sollten noch ein paar Leute anfunken wegen der Party morgen. Klar. Bis dann. Kommst du zur Party? Sehe ich so aus. Gerade deswegen. Ich will euch eure Laune nicht verderben. Mann, nach Alexa ging es mir auch nicht viel besser. Aber ich habe durch die Trennung gelernt, dass wenn man nicht unter Leute geht, es genau das Falsche ist. Ich habe einfach keine Lust, Nico und Anni zu sehen. Die tauchen da garantiert nicht auf. Nico steht auf Partys. Ja, aber die steckt das auch bestimmt nicht so locker weg. Soll ich jetzt etwa Mitleid haben, oder was? Nein. Aber denk jetzt erstmal an dich. Und vielleicht ist so ein Abend genau das Richtige. Das hat Kevin auch schon gesagt. Kevin? Ja, wieso? Ja, Kevin ist ein Arschloch. Was habt ihr denn alle gegen den? Der scheint wirklich ganz cool zu sein. Ja, ist ja auch egal. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn du zur Party kommst. Mal sehen. Brauchen Sie mich heute Abend noch? Ja, ja, bin ich absolut Ihrer Meinung. Und alles andere besprechen wir in den nächsten Tagen. Frau von Anstetten. Wie schön. Herr McNeil, so spät noch bei der Arbeit? Ich hoffe doch, Ihnen gefällt unser Schloss. Das Schönste, in dem ich bisher gewesen bin. Herr von Beinbach war so nett, mir alles zu zeigen und mich über die Fortschritte unseres Bauprojekts zu informieren. Ach, Sie an. Ja, guten Abend zusammen. Gibt es einen Anlass für dieses Zusammentreffen? Nein, nein. Frau von Anstetten wollte uns soeben verlassen. Herr McNeil, schön, Sie noch im Dienst zu sehen. Herr Graf, ich, es tut mir wirklich außerordentlich leid. Ich habe den Vorfall bereits geklärt. Ja, ja, schon gut. Einen angenehmen Abend noch. Herr McNeil, wären Sie so nett, mich mit zurück in die Stadt zu nehmen? Natürlich. Das ist die Chance, wieder ein normales Leben zu führen. Ohne Dialysemaschine. Silvia meint doch ihr Angebot gar nicht ernst. Was spricht denn dagegen, sie erstmal beim Wort zu nehmen? Sag mal, warum setzt du dich eigentlich so sehr für sie ein? Man könnte ja fast meinen, dass... Ach so. Daher weht der Wind. Was? Was gibst du ihr denn? Hast du ihr einen besseren Posten bei der Lahnstein Holding versprochen? Das ist doch völlig absurd. Nein, überhaupt nicht. So ist es ja noch viel praktischer, als in der dritten Welt eine Niere zu kaufen. Was du deiner Schwester zutraust, ist eine Sache. Du kennst meine Gründe. Aber mir sowas zu unterstellen! Es tut mir leid.
trotzdem. Aus reiner Liebe hat mir meine Schwester noch nie etwas angeboten. Na, alles klar. Deine Werte sind alle im grünen Bereich. Dr. Meimann sagt, du kannst sofort nach Hause. Bitte nicht zu viel Begeisterung. Silvia hat sich bereit erklärt zu spenden. Ja, aber das ist doch wunderbar. Hannah hat abgelehnt. Auch das noch. McNeil? Ich bin's. Charlie, das ist gerade sehr ungünstig. Ich bin bei der Arbeit. Warum rufst du überhaupt über das Autotelefon an? Na, über Handy warst du nicht zu erreichen. Eben, weil ich im Dienst bin. Ich möchte nur wissen, wann wir uns sehen können. Ich glaube, ich muss dir etwas erklären. Jetzt jedenfalls nicht. David, bitte, es tut mir alles so leid. Wenn ich es schaffe, komme ich nachher bei dir vorbei, okay? Ja, ist gut. Bis dann. Haben Sie Ärger mit Ihrer Freundin? Es geht so. Immer nur Harmonie, ist doch auf Dauer langweilig, oder? Ja, wahrscheinlich. Shit! Entschuldigung. Robin und Felix haben echt eine Spitzenanlage ausgesucht. Wie war das mit den blinden Hühnern? Macht richtig Spaß mit dem Teil. Hi zusammen. Sorry, ist heute geschlossen. Schon klar. Ich komme in besonderer Mission. Hey Chris, was führt dich hierher? Die Sehnsucht nach dir. Chris interessiert sich für unsere Party morgen. Und sie wird einen Haufen Leute mitbringen. Wie sieht's aus? Gut. So gut wie die letzten? Besser. Gibt's davon noch mehr? So viel du willst. Für 5 Riesen. Komm morgen einfach auf die Party und wir regeln das. Aber ich muss noch checken, ob ich die Kohle so schnell zusammenkriege. Ich melde mich nochmal bei dir, okay? Stehe zu Diensten. David, ich weiß, ich habe dich vor den von Lahnsteins in eine unmögliche Situation gebracht, aber ich war mir sicher, dass du Tanja abholen sollst. Das ist noch lange kein Grund, mir Anrufe zu verschweigen. Und schon gar nicht Aufträge für mich zurückzuweisen. Erst dachte ich ja, du hättest recht mit deinen Anschuldigungen gegenüber Tanja von Anstetten, aber inzwischen, so eifersüchtig wie du bist. Auch wenn du mir nicht glauben willst, Tanja ist unberechenbar. Ach, wo soll das denn in Zukunft hinführen, Charlie? Soll ich mir jetzt jeden Auftrag vorher von dir absegnen lassen? Nein, das wird nicht mehr vorkommen, das verspreche ich dir. Ach, bitte verzeih mir. Ich liebe dich doch. Frau Jones. Morgen. Haben Sie einen Moment Zeit? Ich möchte mich für mein Verhalten gestern im Krankenhaus entschuldigen. Ich war sehr unfair zu Ihnen. Und damit stehen Sie nicht allein. Ich weiß. Aber bitte verstehen Sie, Hannah. Das alles setzt ihr sehr schwer zu. Ich möchte Sie bitten, Ihr Angebot aufrechtzuerhalten. Sie sind Hannas letzte Chance. Warum setzen Sie sich eigentlich so für meine Schwester ein? Sie ist eine gute Freundin von mir. Und das, was sie zurzeit durchmacht, geht mir einfach sehr nahe. Ich habe getan, was ich konnte. Aber ich bin es leid, mir immer wieder Hannas Unterstellungen anzuhören. Sie ziehen Ihr Angebot zurück? Nein, das nicht. Aber ich werde bestimmt nicht noch mal auf Hannah zugehen. Guten Morgen, Herr Schneider. Ach, David. Hallo, sorry. Ich war total in Gedanken. Und Hannah? Ja. Sag mal, du weißt nicht, wie man sie umstimmen kann. Ich meine, du warst jahrelang mit ihr verheiratet.
Tut mir leid, Lars, ich würde dir sehr gerne helfen, aber wenn sie sich einmal was in den Kopf gesetzt hat, dann... Ach. Außerdem bin ich momentan selbst ratlos, was die Psyche der Frau angeht, also... frag mich gar nicht erst. Charlie? Deine Schwester ist sowas von eifersüchtig auf diese Tanja von Anstetten, dass mir sogar meine Arbeit schwer macht. So kenne ich sie ja gar nicht. Und sie telefoniert mir ständig hinterher. Siehst du, was habe ich gesagt? Soll ich mal mit ihr reden? Nein, danke. Das bringt auch nichts. Sie begreift einfach nicht, dass ich sie nie betrügen würde. Oh. Ja, dann vergiss mal deine guten Vorsätze nicht. Idiot. Guten Morgen, Frau von Anstetten. Guten Morgen, Herr McNeil. Sie sehen müde aus. Alles in Ordnung? Oh, ich habe nur ein wenig schlecht geschlafen, das ist alles. Haben Sie sich wieder mit Ihrer Freundin vertragen? Wie man es nimmt. Es tut mir sehr leid. Schon gut, Sie können ja nichts dafür. Ach, sagen Sie, haben Sie nachher vielleicht eine halbe Stunde Zeit für mich? Ja, worum geht's denn? Komisch. Die erste Kippe morgens kickt mich immer wie eine Pille. Kippen gibt's beim Automaten. Heißt das, du bleibst bei meiner Ware? Fünf Riesen geht klar. Perfekt. Du hast das Zeug auf der Party dabei? Nicht die ganze Zeit. Aber bevor du kommst, ruf mich an. Alles klar. Sag mal, wo ist denn dein sauberer Freund? Hat Freigang. Wieso, hat er was verbrochen? Ja. Hat meine Schwester angemacht und sie auf die Party heute Abend eingeladen. Ja und? Jana geht's im Moment nicht gut, das weißt du auch selbst am besten. Ist doch nett, wenn er sich ein bisschen um sie kümmern will. Kevin soll meine Schwester einfach in Ruhe lassen, okay? Was hast du bloß für eine Paranoia? Ach. Wenn Kevin rumhetzt, beschwerst du dich. Und wenn er Jana aufmuntern will, passt dir das auch nicht. Wir beide sollten mal reden, hm? Ich habe keine Zeit, ich muss zur Arbeit. Aha. Zur Arbeit. Sag mal, hast du überhaupt eine Ahnung, was du anrichtest? Jana und Nico, das sind Zwillingsschwestern. Die beiden sind sich so nah, wie das überhaupt nicht vorstellen. Ja, ich weiß. Warum ausgerechnet Nico? Warum? Warum? Meinst du, ich laufe durch die Straßen und dann denke ich mir so, ja, die finde ich ganz süß, in die verliebe ich mich jetzt. Ja, das meine ich. Gestern Jana, heute Nico, morgen, was weiß ich. Du spinnst. Tu uns beiden auf jeden Fall den Gefallen, dass du Jana erstmal aus dem Weg gehst, okay? Auf jeden Fall findet die Party heute Abend ohne dich statt. Ach so. Ja. Wir müssen draußen bleiben. Super geil. Würdest du irgendwas von Silvia annehmen? Hanna, es geht hier nicht um irgendetwas. Es geht um dein Leben. Ich kann auch mit der Dialyse noch ewig leben. Ich brauche noch zwei Cola und ein Wasser. Ja. Lars, ich habe eine Arbeit, die mir Spaß macht. Ich habe wunderbare Freunde. Und ich bin verliebt. Ich krieg mein Leben auch so in den Griff. Keine Sorge, ich pass schon auf mich auf. Ich schau heute Abend noch mal rein, ja? Vielleicht redest du noch mal mit ihr. Auf dich hört sie ja noch am ehesten. Ist was? Ich habe noch mal mit deiner Schwester gesprochen. Carla, das Thema ist abgehakt. Hanna. Nein. Ich kann mit der Dialyse leben, aber das geht nur, wenn du mich dabei unterstützt. Bitte, Carla. Natürlich. Ich bin immer für dich da. Ach, Arno, du bist der Einzige, der mein Misstrauen gegen Tanja versteht. Ich begreife einfach nicht, wie diese Kriminelle noch so frei herumlaufen kann nach allem, was sie angerichtet hat.
Tja, und das Schlimmste, Arno, ich fürchte, sie führt wieder was im Schilde. Darum bitte ich dich nochmal, Charlie. Sei vorsichtig. Lass dich nicht von ihr nochmal provozieren. Ich werde mich zurückhalten. Vielleicht lässt sie mich dann irgendwann in Ruhe. Das ist ein guter Ansatz. Und ich denke mal, das mit deinem David, das wird sich auch wieder einrenken. Ja, hoffentlich, Arno. Seit Tanjas Drohung habe ich jeden Tag mehr Angst, dass wir uns verlieren. Idiot. Ganz im Gegenteil, ich bin der Weihnachtsmann. Was bist du? Du kriegst morgen deine Kohle wieder. Auf einen Schlag? Und es bleibt noch so viel übrig, dass es für einen Trip nach Goa reicht, auf meine Kosten. Wie hast du das denn plötzlich angestellt, hä? Du freust dich gar nicht. Ich will nur nicht, dass du wieder Mist baust. Keine Panik, vertrau mir einfach. Denkst du, ich bin so blöd und mach den gleichen Fehler zweimal? Sweetness. Mit dem Geld machen wir uns in Goa eine richtig geile Zeit. Das bin ich dir schuldig. Hast du auf einmal im Lotto gewonnen, oder was? Ich zieh nur ein paar Außenstände ein. Wann fliegen wir? Wann immer du willst. Aber mach keinen krummen Dinger, ja? Ach, ich doch nicht. Ich bin gleich wieder da. Oh, mein Schatz, schön, dich zu sehen. Engel, ich muss unbedingt mit dir reden. Ja? So wie in den letzten Tagen kann es einfach nicht weitergehen. Natürlich nicht. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass wir uns ständig wegen Tanja von Anstetten streiten. Du musst mir schon ein wenig vertrauen. Ja, tue ich doch. Gut. Dann können wir das Thema ja ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Nichts lieber als das. Ich sehe dafür allerdings nur einen Weg. Du musst dich mit ihr aussprechen. Ich meine, sie ist gewillt, die Vergangenheit zu vergessen und sich mit dir zu versöhnen. Also, tu es für uns. Guck lieber zweimal hin. Eine Ohrfeige hat gereicht. Es ist echt unglaublich, wie ähnlich ihr euch seht. Das beschränkt sich Gott sei Dank nur aufs Aussehen. Dem wird das Grinsen schon noch vergehen. Sobald wir diesen miesen kleinen Dealer aus dem Verkehr gezogen haben. Im Punkt des Charme ist dir Kevin um Längen voraus. Ach, und was heißt das jetzt? Na, dass du mit deinem Aussehen allein nicht mehr punkten könntest. Das ist unser Mann. Und so geht es weiter. Ich glaube, das sollte ich lieber lassen. Hey. Diese kleine Wunderpille hier ist was ganz Besonderes. Sie hilft dir, deine ganzen Probleme zu vergessen. Sehr nett hier. Schon, oder? Mhm. Aber ein bisschen viel Familie für meinen Geschmack.